Es gibt ja Menschen, die tragen kein Schwarz. Also nicht, weil sie nicht gefällt oder weil sie nicht steht, sondern weil Weiß darauf so gut zu sehen ist. Weiße Flocken, die dann, wie hier, so an der Schulter hängen bleiben. Das sieht naturgegeben nicht so schön aus und hat übrigens mit mangelnder Hygiene nichts zu tun. Aber kann man was gegen machen? Versprechen Anti-Schuppen-Shampoos. Na ja, gut, versprechen kann man viel. Wir haben es getestet. Jeder von uns verliert permanent kleinste Hautschuppen, mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Erst wenn besonders viele und große Schuppen rieseln, wird daraus ein echtes Problem. Wie bei Dirk Wiedenbeck und Jörg Schäfer aus Berlin. Die Kopfhaut kratze ich mir dann auf und das erstens das Jucken. Und hinterher natürlich, wenn es dann aufgekratzt ist, dann wird das Jucken noch unangenehmer. Das hat erstmal einen ästhetischen Grund, sage ich mal. Wenn man jetzt dunkle Sachen anhat, sieht immer sehr unsauber aus, wenn man dann im Nackenbereich, sagen wir mal, da eine Schneelandschaft hat. Und dann ist natürlich auch ein Jucken auch nicht sehr angenehm gerade. Die beiden testen für uns Anti-Schuppen-Shampoos. Isana, das günstigste im Test, 50 Cent pro 100 Milliliter. Nivea Man, 80 Cent. Head & Shoulders, 1,20 Euro. Das teuerste ist das Bioprodukt von Lavera für 2 Euro pro 100 Milliliter. Jedes Shampoo enthält andere Antischuppenwirkstoffe. Die checkt Hautärztin Dr. Jael Adler. Drei Shampoos arbeiten mit Chemie. Im Isana steckt Pyrocton Olamin, im Nivea Klimbazol und im Head & Shoulders Zinkpyrithion. Die EU hat die Konzentration der drei Stoffe in Shampoos begrenzt. So sollen sie gesundheitlich unbedenklich sein. Das Gute bei einem Shampoo ist, dass dieses Produkt bleibt nicht lange im Hautkontakt. Trotzdem, wenn man es mit anderen Methoden hinbekommt, wäre das natürlich wünschenswert. Denn je weniger Risiken, desto besser. Die drei Shampoos enthalten auch synthetische Duftstoffe. Das Bioprodukt wirkt da erstmal unbedenklich. Hier sorgen Pflanzenextrakte für den Duft. Allerdings sind hier auch eine ganze Menge austrocknende und reizende Substanzen wie Alkohol und Seesalz enthalten. Und eine ganze Menge Duftstoffe, sodass das auch unter Umständen nicht so gut verträglich sein könnte. Unser Fazit der Inhaltsstoffe: Kein Anti-Schuppen-Shampoo überzeugt. Doch schaffen es die Shampoos, unsere Tester von ihren Schuppen zu befreien? Jörg Schäfer leidet seit 15 Jahren an diesem ungebetenen Haarschmuck. Man sieht hier kleine Schuppen, besonders auch an jedem Haarfollikel. Ne? Jede Schuppe bedeutet eine, wirklich, also einen krankhaften Zustand, auch wenn es keine schwere Krankheit ist. Okay. Ja, muss normalerweise schilfern die Schuppen von selber ab und man sieht es gar nicht mit dem bloßen Auge. Aber in dem Moment, wenn tausend aneinander kleben, dann sieht man sie. Und das heißt, tausend, die verklebt sind, das ist auf jeden Fall nicht normal. Auch bei Dirk Wiedenbeck hält die Hautärztin zunächst den Zustand der Kopfhaut fest. Bei ihm rieseln die Schuppen noch etwas massiver. Wie lange bestehen jetzt diese Hautveränderungen? Also Schuppen, glaube ich, habe ich schon seit mindestens 20 Jahren. So, dass es so massiv und auch so juckt und so unangenehm ist, das hat sich so in den letzten 2-3 Jahren massiv verstärkt. Wann sind denn die Beschwerden besonders stark und wann eher schwächer? In den Wintermonaten, da merke ich, dass das verstärkt sich. Das im Sommer ist das oftmals sogar fast weg. Das liegt daran, dass die Sonne antientzündlich ist und Entzündungen an Kopfhaut oft, aber vor allem im Gesicht natürlich unterdrücken kann, wie sie schön drauf knallt. Mal sehen, ob die Shampoos die Schuppen so einfach wegwaschen können. Jörg Schäfer benutzt 3 Wochen Isana, Dirk Wiedenbeck Head & Shoulders. Dann ziehen sie Bilanz in einem Handyvideo. Für mein grundsätzliches Problem, das Kopfjucken, hat es leider nicht wirklich funktioniert. Im ersten Moment geht das, am nächsten Tag, spätestens am übernächsten Tag, muss ich dann auf alle Fälle wieder waschen, weil das Kopfjucken dann wieder massiv zurückkommt. Die Haare sind stumpfer und ist eher eine Verschlechterung wie eine Verbesserung. Von daher, ja, mal gespannt, was Frau Dr. Adler dazu sagt. Wir auch. Also bitte die Schuppen checken. Kleine Überraschung bei Dirk Wiedenbeck. Obwohl sein Jucken kaum besser geworden ist, findet die Ärztin etwas weniger Schuppen als vor dem Test. Der Effekt war also, dass man durch das Shampoo eine Linderung erzielen konnte, wobei eine Abheilung nicht zu sehen war. Bei Jörg Schäfer sieht das Ergebnis dagegen nicht so erfreulich aus. Herr Schäfer hat unter seinem Shampoo keine Verbesserung seines Kopfhautzustandes erfahren, sodass man sagen kann, dass dieses Shampoo bei ihm keinen positiven Effekt gehabt hat. Pause für die Tester. 3 Wochen waschen sie ihre Haare mit einem gewöhnlichen Shampoo. Dann benutzt Dirk Wiedenbeck das Anti-Schuppen-Shampoo von Nivea. Jörg Schäfer das Bioprodukt von Lavera. Wieder 3 Wochen lang. Ich muss zugeben,
geben. Es ist deutlich besser geworden. Also eine Schuppenbildung konnte ich nicht mehr feststellen. Das hat sich nicht so gut angefühlt beim Waschen. Und das andere ist, ich hatte auch das Gefühl, dass die Schuppen nicht wirklich beseitigt worden sind. Also noch einmal ein Fall für unsere Schuppenexpertin. Dieses Mal gilt für Dirk Wiedenbeck kaum eine Veränderung der Kopfhaut. Also hier ist jetzt noch Vollbild, Ekzem, Rötung, Schuppung, Krusten. Unter der Therapie mit dem Shampoo ist das überhaupt nicht besser geworden. Ne? Seborrhoisches Ekzem, das fettige Ekzem der Kopfhaut. Jörg Schäfer hatte von Lavera einen guten Eindruck. Das allerdings sieht die Ärztin etwas kritischer. So, hier sieht man jetzt auf der Kopfhaut kleine Schuppen. Aber auf einem großen Areal, also es ist doch keine ganz ruhige Kopfhaut mehr. Man sieht ein leichtes Ekzem. Die Schuppen gruppieren sich um den Haarschaft herum. Also so ein bisschen besser könnte das noch werden. Wir fassen zusammen. Bei Jörg Schäfer konnte Lavera die Schuppen zumindest etwas reduzieren. Isana dagegen war bei ihm ein Flop. Genauso wenig brachte das Anti-Schuppen-Shampoo von Nivea bei Dirk Wiedenbeck. Dagegen konnte Head & Shoulders seine Schuppen etwas reduzieren. Fazit: 2 der 4 Produkte haben gar nicht geholfen, die anderen beiden nur mäßig. Dirk Wiedenbeck und Jörg Schäfer sind also weiter auf der Suche nach Hilfe gegen Schuppen. Ja, und jetzt ist bei uns Dr. Jan Adler. Schönen guten Abend, willkommen. Guten Abend, danke. Also, dass den beiden Männern im Film die Schuppenshampoos nicht geholfen haben, lag das nun an der unzureichenden Qualität der Shampoos oder an der Schwere der Krankheit? Tatsächlich sind Schuppen immer ein Ausdruck, dass etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und das ist tatsächlich, wenn man das mit einer normalen Pflege aus der Drogerie nicht mehr hinkriegt, schon in Richtung Krankheit gehen, auch wenn es keine schwere Krankheit ist. Aber in beiden Fällen war der Versuch es wert. Und wir haben gesehen, das mildeste aller Shampoos hat, das pflanzliche hat dann auch am besten funktioniert. Manchmal ist es auch einfach eine übermäßige Pflege, die Schuppen hervorruft. Jetzt ist beiden aber geholfen oder konnte geholfen werden. Wie denn? Beide Männer haben so eine Minimalform eines sogenannten fettigen Ekzems, seborrhoischen Ekzems. Das haben sehr viele Männer, manche Frauen auch. Und das liegt daran, dass Testosteron, das Männerhormon, an die Teigdrüsen andockt. Und die produzieren dann viel Talg und lassen den Talg in die Poren ab. Und da gibt es dann so einen kleinen Hefepilz, der heißt Malassezia furfur, ein süßer Drachenname. Und der frisst diesen Talg und macht Stoffwechselprodukte, die er dann so auf die Kopfhaut lässt. Und die reizen die Haut. Und diese Hefepilze, die muss man ein bisschen zurückdrängen, weil die haben einfach zu viel Fressen bekommen. Und die müssen auf normales Maß runtergefahren werden. Und das schafft man mit medizinischen Shampoos, die eben etwas höher konzentrierte Antipilzwirkstoffe und auch antientzündliche Wirkstoffe enthalten. Was würden Sie denn raten, Menschen, wahrscheinlich Männer in dem Fall, die jetzt unter Schuppen leiden, sollen die eine Weile erstmal rumdoktern mit Shampoos oder schnell zum Arzt oder was denken Sie? Erstmal sollte man gucken, ob man überhaupt diese fettigen Schuppen hat. Die kommen mehr im Winter zum Tragen, wenn also die Sonne wegfällt, diese antientzündliche Wirkung der Sonne. Wenn dann die Kopfhaut Schuppen bekommt und rechts und links der Nase vielleicht auch Schuppen sind und wenn man die Schuppen in die Hand nimmt und dann zerreibt und da bleibt vielleicht ein öliger Film, dann weiß man, man geht eher in Richtung fettige Schuppen. Und da gibt es ganz gute Produkte, die man auch in der Apotheke rezeptfrei bekommen kann. Und wenn das nicht hilft, sollte man sich überlegen, ob man vielleicht zu viel pflegt und einfach mal ein bisschen weniger machen. Und dann, wenn das alles nicht hilft, dann kommt der Hautarzt ins Spiel. Das ist ja auch alles hübsch beschrieben, auch in Ihrem Buch Hautnah. Da steht auch drin, dass der Mensch Abschuppungsvorgänge ganz normal, da haben Sie gerade eingeblendet, ganz normaler Zustand ist. Also 40.000 Hautschuppen am Tag wohl? Pro Minute. Nein. Verlieren wir 40.000 Hautschuppen pro Minute. Ich riesel hier die ganze Zeit, Sie auch. Ach, und wenn wir dann nachher rausgehen und hier kommt dann ein Mantrailing-Hund und will gucken, wo wir hingegangen sind, dann können Sie uns anhand der Aromen in den Schuppen erschnuppern, den ganzen Weg nach draußen. Tolle Aussicht. Sie sagen, es ist halbwegs krankhaft, aber erst, wenn man sie sieht, ne? Es ist so, dass wir eben die ganze Zeit rieseln, ohne dass die Augen das sehen. Und erst in dem Moment, wo es etwa 1000 Schuppen aneinander geklebt sind, erst dann sehen wir das mit dem Auge. Und da wissen wir schon sofort, aha, irgendwie sind die Schuppen also unreif und haben nicht geschafft, sich voneinander zu lösen. Das ist wie eine Pubertät, die man irgendwie übersprungen hat. Ne? Da hat man sich auch nicht vom Elternhaus gelöst. Trockene und fettige Schuppen werden unterschieden. Welche sind denn besser? Keine Schuppung ist schön, weil sie sieht eben rieselig aus. Manchmal kommt ja auch noch Juckreiz dazu. Also es ist immer lohnenswert zu fahnden, welche Sorte man hat.
Eine ganz wichtige Frage, die man sich stellen kann, ist, wie oft muss man die Haare eigentlich waschen? Wann werden sie denn fettig? Wenn Sie jetzt sagen, okay, morgen ist schon wieder Zeit, dann haben Sie eher fettige Haare. Aber wenn Sie sagen, eigentlich könnte ich eine gute Woche ohne Haare waschen, mache es dann nur, weil es sich dreckig anfühlt, dann haben Sie eher trockene Schuppen. Und Leute mit einer Neurodermitis zum Beispiel, die haben ja von Natur aus trockene Haut. Und das merkt man natürlich auch an der Kopfhaut. Können Witterungseinflüsse oder Stress auch Schuppen auslösen? Jede Hautkrankheit wird durch Stress verstärkt. Es werden dann Botenstoffe freigesetzt. Das Immunsystem wird verändert. Keime können sich vermehren. Tatsächlich hat man dieses Problem verstärkt, wenn man Stress hat. Aber ein wichtiger Einfluss ist auch die Ernährung. Wer also zum Beispiel sehr viel Weißmehl zu sich nimmt oder mehr als ein Glas Milch am Tag trinkt oder viele Transfette, also in Form von Fastfood eingeschweißten Kuchen, zu sich nimmt oder auch ganz einfach Zucker. Ja. All das fördert die Fettproduktion und somit auch dieses fettige Ekzem. Und eine übermäßige Pflege und duftstoffhaltige, konservierungsmittelhaltige Shampoos machen eher ein trockenes, eher allergisches Ekzem. Wunderbar. Bedanke mich ganz herzlich für die Information. Danke.